darf's nicht auf die Ängste schieben. Nein, ich muss ausbrechen, aus der Masse rausstechen, um meinen Respekt zu kriegen. Muss einen draufsetzen, was soll schon passieren? Ich kann maximal verlieren, doch bin geübt, immer auf die Fresse fliegen. Viel zu lange die Zügel in die Hand genommen. In dieser Welt war ich einfach zu müde, um mal anzukommen. Irgendwann waren da keine Gefühle mehr, sah ganz verschwommen. Mit der Zeit sah ich nur noch eine trübe Stadt voll Angst und Zorn. Hab mich von meinem Weg nie abbringen lassen. Hab's noch nicht gepackt, die Mucke schon mit 18 zu machen. In vielen steckt der Teufel drin. Doch mein Kumpel meinte, ey, fang endlich an zu schreiben. Du musst die Scheiße unter Leute bringen. Weiß nur, wo ich heute bin. Ne Zukunft sehe ich eigentlich nicht. Zu oft stehen Grinder und der Uso auf meinem kleinen Tisch. Wenn mir wieder Tage oder wochenlang die Zeit entwischt, kommt die Phase, in der ich nur noch hoffen kann. Weiter nichts. Am Ende wird es gut. Die Zweifel habe ich nicht. Doch mit der Wut schwindet irgendwann das Tageslicht. Ich schaue zu, doch die eigentliche Frage ist, wieso sehe ich all die Farben nicht? Und am Ende wird es gut. Die Zweifel habe ich nicht. Doch mit der Wut schwindet irgendwann das Tageslicht. Ich hab's versucht, doch die eigentliche Frage ist, wieso sehe ich noch immer all die Farben nicht? Alles so grau, wir fallen tiefer, doch wir fallen nie auf. Probieren's wieder, doch wir schaffen's nicht raus. Alles verbaut, doch es gibt keine Fehler außer allen Vertrauen. Deine Erwartungen zerfallen zu Staub. Wenn du nicht warten kannst, dann schrei es hinaus. Stell dich gegen jeden Motherfucker, balle die Faust. Lebe einfach weiter dein Traum, bis jeder einzelne staunt. Bleib keine Zeit, um zu schauen, wie all die anderen auf der Strecke bleiben. Nutze das perfekte Timing, schreibe es auf. Wenn du noch einen Funken Hoffnung hast, verhalt dich nicht laut. Kriegen wir hier unten oft gesagt, doch scheiß einfach drauf. Denn auch wenn sie dich klein halten, musst du stets am Ball bleiben. Den Rest wird dann die Zeit zeigen. Scheiß auf den Gegenwind, auf die, die dagegen sind. Sie reden vergeblich, weil sie selbst zu nix im Leben bringen. Ich bleib auf Kurs, so kann ich meine Kunst verewigen. Und schalt auf stur, weil ich hier leider keinen mehr zum Reden find. Am Ende wird es gut, die Zweifel hab ich nicht. Doch mit der Wut schwindet irgendwann das Tageslicht. Ich schaue zu, doch die eigentliche Frage ist, wieso seh ich all die Farben nicht? Und am Ende wird es gut, die Zweifel hab ich nicht. Doch mit der Wut schwindet irgendwann das Tageslicht. Ich hab's versucht, doch die eigentliche Frage ist, wieso seh ich noch immer all die Farben nicht? Alles zu grau! Respekt! Respekt, Mann! Nice Nummer. Senoka! Also textlich fand ich das wirklich ziemlich gut, inhaltlich richtig gut und was ich sehr geil fand, gerade auch am Anfang hast du das gemacht, dass man das Gefühl hatte, du gehst jetzt auf einen anderen Reim und dann kam er wieder zurück auf den ersten Reim, also und auch viele Sachen so verpackt, ne, Reime, die dann so irgendwann sich wiederholen, auch mittendrin, nicht nur am Ende, das fand ich geil. Einziger Kritikpunkt ist echt, dass es zwischendurch ein, zwei Stellen gab, wo es so ein bisschen gehaspelt war, wo man das Gefühl hat, das Wort wurde so ein bisschen in den Beat gepresst. Aber Hook fand ich auch super so, also das muss nur vom Timing, aber wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach, weil man ein bisschen nervös ist so, aber vom Timing, wenn man das ein bisschen perfektioniert, dann hat das auf jeden Fall richtig Hand und Fuß und ist auch thematisch, das ist ein Ding, was mir bestimmt gut im Kopf bleibt so. Ich finde das auch ein schönes Lied, also das erste richtig runde Lied, was ich hier heute gehört habe, muss ich sagen, also so rund als Lied, fand ich super. Kritik habe ich gar, ich habe gar keine Kritik. Ich fand die Reime gut, ich fand den Flow gut, ich fand den Beat gut. Ist ja jetzt nicht besonders eigen alles, ne? Da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten, dass alles ein bisschen eigener wird. Und eine Sache, die mich persönlich gestört hat, aber ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber das ist sind die Atmer dazwischen. Die sind sehr laut. Da kann man dran arbeiten, die kann man leise machen. Also es gibt Atemtechniken, die solltest du dir mal ein bisschen reinziehen, finde ich. Es könnte auf die Dauer nerven, dieses. Ja, hat man so krass gehört. Wirklich. Ich selber merk's nicht so, aber. Wirklich. Okay. Alles klar, danke. Bitte.